Rissen sie diese Stunde in der Sorge um den Frieden mit Papst Franziskus und mit den Menschen in der Ukraine verbunden. Der Glaube an Jesus Christus, dessen erstes Wort nach seiner Auferstehung Friede sei mit euch war, hat uns hier in Not zum Gebet vereint. Wir tun es bewusst vor der Ikone der Gottesmutter Maria, die seit Jahrhunderten täglich von zahlreichen Menschen in ihren verschiedenen Sorgen und vielfältigen Nöten hier im Dom aufgesucht wird. Die Marienikone stammt, wie allgemein bekannt, ursprünglich aus dem Marienwallfahrtsort von Maria Bosch in Ostungarn, nicht weit entfernt von der Grenze. Und heute möchte ich vor allem betonen, dass dieses Gebet wird von Ukrainern und Russen in der Ukraine und in Russland immer gebetet. Ich bin sehr dankbar, dass wir dieses Gebet heute gemeinsam mit unseren orthodoxen Brüdern beten können. Mit den Vertretern der orthodoxen Gemeinde hier in Wien. Es ist für uns heute ein ganz besonderes Segen, dass wir dank der Sakristeidirektion des Stephansdoms vor dem Original der beiden Gnadenikone der Untergottesmutter Maria Bosch beten können, die seit Jahrhunderten Tausende von Wundern gewirkt haben. Gepriesen sei unser Gott, alle Zeit, jetzt und immer auf Ewigkeit zu Ewigkeit. Oh, 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 oh,
Ich möchte Ihnen heute im Namen der Ukraine und des Volkes der Ukraine für Ihre Solidarität danken. Ganz herzlich bitte ich seine Eminenz, den Landeshauptmann Schönborn, für seinen Aufruf zu diesem Gebet danken. Ich danke dem Ordinariat für die Gläubigen der katholischen Ostkirche in Österreich, wie auch der Diözesankommission für ökumenische Fragen der Erzdiözese Wien, die diesem Aufruf gefolgt sind und dieses ökumenische Gebet veranstaltet haben. Mein besonderer Dank gilt der Sakristeidirektion des Stephansdoms, die ermöglicht hat, dass wir heute vor der Gnadenikone der Mutter Gottes von Marienputsch beten konnten. Allen Politikern, Parlamentsabgeordneten und allen meinen Kolleginnen und Kollegen des Diplomatischen Korps sowie allen hier Anwesenden, die sich heute diesem Gebet angeschlossen haben, danke ich für die Unterstützung und Solidarität. Ich kann nur bestätigen und wiederholen, worauf seine Eminenz Kardinal Schönborn in seiner Freitagskolumne in der Heute-Zeitung hingewiesen hat. Zitat: Die Frage, ob es in der Ukraine zum Krieg kommen wird, ist falsches Feld. Denn schon seit 8 Jahren ist Ukraine im Krieg. Zitat Ende. Die Ukraine hat diesen Krieg nicht verursacht. 8 Jahre leiden wir unter äußeren Aggression gegen uns. Aggressor will uns das Recht und die Möglichkeit wegnehmen, im freien und demokratischen Land zu leben. Die Bevölkerung der Ukraine strebt danach, ihre europäische Identität wiederzubeleben. Während der Revolution der Würde auf dem Maidan vor 8 Jahren haben die Ukraine, Ukrainer und die Ukrainerinnen ihr Recht darauf, in einem freien, demokratischen, rechtssicheren und wohlhabenden Land zu leben, verteidigt. Wir haben schon damals einen hohen Preis dafür bezahlt. Mehr als 100 Menschen haben ihr Leben für demokratische und freie Zukunft geopfert. Die jüngsten Ereignisse in den besetzten Gebieten von Donetsk und Luhansk verdeutlichen die Realität des Krieges. Es existiert eine klare Weltkriegsbedrohung. Aggressor sucht nach einem Vorwand, um den Krieg zu rechtfertigen. Wir hoffen immer noch, dass es möglich ist, einen Krieg zu vermeiden. Hierfür arbeiten wir diplomatisch sehr aktiv zusammen. Wir zeigen auch unseren Zusammenhalt. Dieser Zusammenhalt ist unsere Stärke. Wir kommen heute vor dich, o heilige Mutter Gottes, unsere liebe Frau von Maria Putsch. Wie schon in der Vergangenheit, lass auch heute nicht ab, für uns mit deiner Fürbitte einzutreten. Durch deine Gebete mögen wir vor jedem Übel, Krieg, Not und Bedrängnis behütet werden, damit wir unter deinem Schutz gerettet und mit deinem Beistand den dreieinigen Gott und Schöpfer des Alls für all seine Wohltaten, Ehre, Lobpreis, Dank und Anbetung emporsenden, jetzt und aller Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit.